Wir stellen euch die Hitzeanpassung von Berlin vor. Dann fange ich zunächst mit der Gliederung an. Also erstens mit der Einleitung, wie es überhaupt mit dem Klimawandel in Deutschland aussieht, der Einfluss auf die deutschen Städte, dann die Wetterereignisse in Berlin. Im Allgemeinen zum Thema werden wir euch den Stadtentwicklungsplan konkret vorstellen. Im Hauptteil geht es dann bei der Hitzereduktion um drei Beispiele, die sich von groß nach klein aufbauen. Und viertens dann beim Visionären ein kleiner Ausblick. Und am Ende werden wir dann euch auch unsere Beispiele auf die Übertragbarkeit vorstellen. Dann starte ich mit der Einleitung. Also der Klimawandel in Deutschland ist schon lange kein Trend mehr, sondern ein Muss. Und man sieht hier in der Grafik, dass Berlin hier in 2011 schon einen Stadtentwicklungsplan vorbereitet hat und das Projekt gestartet hat und ist somit auch ein Vorreiter, kann man sagen, in Deutschland. Und wieso das auch so früh schon geschehen ist oder anfangen musste, sieht man jetzt auch anhand der Wetterereignissen von beiden Wetterextremen. Man hat einmal die starke Überflutung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die urbane Hitze. In der Karte hier sieht man auch eine Prognose für die Sommertage in dem Zeitraum zwischen 2046 und 2055. Das ist einfach in der Innenstadt, wo es eine sehr hohe Bebauung und eine Nachverdichtung gibt, einfach in sich die thermografische Karte in einem Bereich von 55 Grad circa befindet, was einfach ein sehr erheblicher Maß, ein erheblicher Wert ist. Genau. Und im Allgemeinen zum Thema, der Stadtentwicklungsplan konkret war die Auflage, mit der wir uns beschäftigt haben für die Präsentation. Der Entwicklungsplan, wie gesagt, besteht aus dem Jahr 2011 und wurde 2016 aktualisiert. Und es wird sich hier auf Hitze und Überflutung fokussiert, aufgrund den beiden Wetterextremen. Und daraus leiten sich die zwei Themen ab, nämlich hitzeangepasste Stadt und wassersensible Stadtentwicklung. Was allerdings hier eine Herausforderung ist, ist die wachsende Stadt, weil man von einer Bevölkerungsprognose, die von 2016 ist, besagt wird, dass Berlin bis 2030 um ca. 1000 Menschen wachsen soll. Und das bedeutet dann eben auch gleichzeitig eine klimatische Belastung. Genau. Und im Allgemeinen vielleicht noch zum Stadtentwicklungsplan. Es wird hier auch mit GIS-gestützter Modellierung gearbeitet. Genau. Oh. Ja, ich mache weiter. Und jetzt zu Hitzereduktion oder in anderen Worten, die Stadt resilient gegen die Hitze zu machen, haben wir in Berlin drei Beispiele ausgewählt, in denen Instrumente geplant oder getroffen sind. Die sind so angeordnet, sodass die von großem Maßstab zu kleinem Maßstab in einer Reihenfolge sind. Genau. Jetzt erstmal zuerst das Schumacher Quartier. Das Schumacher Quartier war durch den Betrieb des Flughafens Tegel und seine Stadt- und Landbahn eine Bebauung bislang nicht möglich. Und ab 2022 würden die Weichen in Richtung klimaneutrales Quartier gestellt. Dazu gehören Ideen und Konzepte und Technologien, die für die Nachhaltigkeit und die Hitzereduktion sorgen. Nächste Folie bitte. Genau, also wie das Prinzip des Schwammstadt. In diesem Prinzip geht es darum, dass Regenwasser so gespeichert und zurückgehalten wird, und den Bäumen und der Fassadenbegrünung länger zur Verfügung steht. Das gleiche Prinzip gilt für Dächer als Blau-Grün-Dächer-Prinzip. Gleichzeitig werden Überflutungen bei starken Regenereignissen abgewehrt oder verhindert. Dazu wird unterhalb der befestigten Oberflächen im Straßenraum eine Schicht aus Schotter angelegt. Die Bäume stehen wie üblich in ihren Baumscheiben, haben aber direkten Kontakt zu Schottschichten und können diese durchwurzeln. Die Blätter vergrößern auch die Flächen für die Verdunstung und dadurch kühlt sich die Umgebung auf natürliche Weise.
Genau, im zweiten Beispiel haben wir das Institut für Physik in Berlin-Adlershof unter dem Begriff Blaugrün untergeordnet. Man sieht jetzt hier einmal das Gebäude mit der Gebäudebegrünung oder Fassadenbegrünung. Und dieses Institut wurde im 2003 gebaut und dient der Humboldt-Universität und ist auch ein außergewöhnliches Projekt des ökologischen Städtebaus, weil eben viele innovative Maßnahmen getroffen wurden. Grundsätzlich, das Projekt oder der Schwerpunkt des Projekts bildet das Konzept zu Maßnahmen der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung, Gebäudebegrünung und Gebäudekühlung. Das Gebäude oder beziehungsweise der Stadtteil zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um ein abflussloses Gebiet handelt. Es hat also keinen Anschluss an die Kanalisation und das Regenwasser wird dann in 5 Zisternen gesammelt und wird vorrangig für die Bewässerung der Fassadenbegrünung und für die Gebäudekühlung genutzt. Und wenn es zu Starkregenereignissen kommt, wird das überschüssige Regenwasser in einen Teich geleitet und wird dort zur Verdunstung oder Versickerung gebracht. Und man sieht hier auch nochmal die Geländemodellierung für den Teich. Genau. Und die Dachflächen sind extensiv begrünt und werden mit Messgeräten zur Bestimmung der potenziellen Verdunstung überwacht und dann dementsprechend bewässert. Jetzt hier noch einmal die Fassade näher betrachtet. Man sieht die Fassadenbegrünung auch mit der tomografischen Karte nochmal. Grundsätzlich, also diese Maßnahmen wurden sehr positiv eingestuft, weil sie zur Einsparmaßnahme von Primärenergie zur Kühlung gebracht haben. Es wird Verdunstungskälte durch Gebäudebegrünung erzeugt und auch die Kühlleistung tut sich auf nur noch ein Drittel reduzieren. Und die Begrünung, die durchläuft von Boden bis zum Dach. Und hier in den Bereichen befinden sich die Pflanzenkübel, also die hier, das sind Pflanzenkübel. Und die wurden auch extra gedämmt, sodass sie dann über den Winter standhalten können, also die Pflanzen. Und dann, sodass sich das Wachstum eben nicht beeinflussen lässt. Genau. Außerdem haben wir hier, also bei den extensiv begrünten Dächern, nur noch 58%, die an Strahlungsbilanz dann in Verdunstung umgewandelt wird. Wobei bei den unbegrünten Dächern wurde festgestellt, dass 95% der Strahlungsbilanz dann in Wärme umgewandelt wird, was dann eben sehr hitzebelastend für das Gebäude ist. Genau. Ja, das dritte Beispiel ist die Massenstraße in Schöneberg. Die Umgestaltung der Schöneberger Massenstraße wurde Ende 2015 abgeschlossen. Im Rahmen des Pilotprojekts wurde unter anderem Maßnahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität umgesetzt. Und hier, da sieht man die Bilder von 2012 und 2015, aber die in 2015 leider, die sind im Winter gemacht. Da sieht man nicht genau die Bäume. Genau, und nächste Folie bitte. Genau, also nach der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde viele Möglichkeiten bezüglich dieses angekündigt und zum Beispiel mehr Sitzmöglichkeiten, die auch durch Bäume verschattet werden soll, Grünanlage, Grundanlagen, Grundstreifen und Pflanzen und mehr Plätze für Fußgänger. Genau. Nächste. Dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt, dem Visionären. Ein Ausblick über den Stadtentwicklungsplan oder Stadtentwicklung. Es ist wichtig zu sagen, dass die Koordination und Kooperation von verschiedenen Akteuren sehr wichtig ist, beziehungsweise einen zentralen Ansatz bilden. Dann hat man den Biotopflächenfaktor eingeführt in Landschaftsplänen, dass man eben dann grundstücksbezogene Anforderungen zur Klimaanpassung gestellt hat und somit einen Einfluss nehmen konnte. Dann in den Wettbewerben und Gutachterverfahren werden ebenso Sachen angefordert, die zur Klimaanpassung gestellt werden und somit eine wichtige Stellschraube sind. Und im Allgemeinen auch wird die Klimaanpassung in Berlin im Huckepack realisiert, sagt man. Das heißt, dass bei den Neubauten eben die Maßnahmen von Anfang an mitgedacht werden sollen oder mit ausgeführt werden müssen, sodass dann später auch keine Schwierigkeiten im Bestand bestehen.
Genau, und grundsätzlich, Berlin wächst und muss deshalb auch gleichzeitig resilienter werden. Also jetzt zur Übertreibbarkeit, zum Schlachthof. Nächste Folie. Genau, also durch den auf die Folie zu sehenden Luftbild sind eigenes festzustellen. Zuerst durften sich die Dachbegrünung auf Retentions bei vorhandenen Neubauten überprüfen lassen. Darüber hinaus sollten die Bestanddächer mit leichter Extensivbegrünung versehen werden und die genannten Retentionsflächen gegebenenfalls für Regenwasser mit Wasserspiel verknüpfen. Nächste Folie. Für die Erklärung der Dachgestaltungspotenzial eignet sich folgende Abbildung über die Zunahme der Effektivität zur urbanen Kühlung. Die angedachten Maßnahmen sind grunddächer extensiv. Diese verfügen zwar über keine höhere Effektivität bei der Hitzereduktion, aber hingegen über ein leichtes Gewicht, das für Schlachthof sich gut eignet. Nächste Folie bitte. Genau, also an der Seite sitzen. Also ich wollte über die, genau, also andererseits sitzen Wassergärten sich folgendermaßen als geeignetsten Gestaltung, da die Dachflächen durch als Kühleräume in der Stadt angefertigt modelliert werden. Genau. Nun kommen wir zur vertikalen Begrünung. Die Inspiration der Gebäudebegrünung aus Schumacher Quartier. Diese erfolgt durch Bewässerung und passive verschattete Fassade durch Bäume. Dadurch ist eine hochwertige Effektivität zur Kühlung und Druckstrahlung zu gewinnen. Nächste Folie. Genau, also hier schaut man sich die passive verschattete Fassade, von der ich vorher gesprochen habe, sind diese Elemente des Instituts für Physik in Berlin, Anlasshof, angelehnt. Durch Verschattung der Aurazone beschafft man eine höhere Aufenthaltsqualität und bessere kühlende Wirkung. Nächste Folie bitte. Genau, diese geplante Maßnahme ist so konstruiert, dass sie aus einer Mischung aus Verschattung und Begrünung besteht. Andererseits besteht die Möglichkeit für eine Bewässerung als ausgewählte Maßnahme. Und um einen genauen Überblick über die Potenziale der Fassadegestaltung eignet sich folgende Abbildung. Die vorher in der Folie vertikale Begrünung besprochene Maßnahmen sind auf der Skala repräsentiert und nach ihrer effektiven Zunahme geordnet. Nächste Folie. Nun kommen wir zum nächsten Schritt, nämlich das Weißstreichen der Bahngleise. Diese sei aus mehreren Gründen effektiv. Zunächst ist die erhöhte Rückstrahlung aufgrund der besseren Albedo-Werts von großem Vorteil. Zudem ist die Kühlung dadurch um 8 Grad nicht zu unterschätzen. Auch die Dehnung der Schienen bei erhöhten Temperaturen sagt, dass das ein sehr wichtiger Schritt ist. Auf diese Findungen deutet die folgende Abbildung hin, indem die Effektivität einer weißen Oberfläche verdeutlicht wird. Genau. Genau, jetzt unsere letzte Minute noch. Also die Hitzeanpassung in Berlin, die besteht aus mehreren Grundbausteinen und man sieht, dass erst wenn mehrere Grundbausteine quasi zusammenkommen, auch ein hoher Effekt erzielt werden kann. Und als Vorreiter sehen wir in diesem Projekt eben das Schumacher-Quartier und deshalb hier auch als Überflieger dargestellt. Und wenn sich jemand über die Piktogramme oder weiteres interessiert und gerne nachrecherchieren möchte, kann er gerne auf die Quellen zugehen. Die sind verlinkt. Dankeschön. Danke.